Ihren Namen tanzen können viele, aber im Stütz Ihren Namen schreiben können wenige. Wir zeigen jetzt eine super Übung für Schulterstabilität. Wir nennen ihn den Waldorfstütz. Bei der folgenden Übung kombinieren wir einen Stütz mit Bewegung in der Schulter, die dazu führt, dass die Schulter stabiler wird. Was ihr dafür braucht, einfach nur ein bisschen Platz auf dem Boden und drei Gegenstände. Wir haben jetzt hier einfach mal drei halbe Tennisbälle genommen. Ihr könnt aber auch drei Rasseln, Klanghölzer oder Triangel nehmen. Whatever. Ihr baut die Übung wie folgt auf. Ihr geht in einen Stütz, für den Anfang am besten auf den Knien. Mick, zeig's mal vor. Also in einen Stütz, auf den Knien. Die Hände sind unterhalb der Schultern positioniert, die Arme sind völlig gestreckt. Mick wird erstmal anfangen, auf dem linken Arm gestützt zu arbeiten. Die drei Gegenstände liegen zwischen den Händen. Der Mick nimmt jetzt den ersten Gegenstand und legt ihn weit nach vorne ab, möglichst weit nach vorne. Wobei darauf achte, den Stützarm komplett gestreckt zu lassen, die Bewegung nur in der Schulter stattfinden zu lassen. Das Ganze möglichst langsam. Wenn ihr ihn fühlen könntet, ich kann ihn fühlen, er zittert schon. Und zieht die Hand wieder zurück, setzt sie wieder auf. Aufsetzen hier wichtig, ansonsten führt es dazu, dass er nachher ausweicht und schräg auf dem Arm steht. Nehmt den zweiten Gegenstand und führt ihn nach möglichst weit außen weg. Wieder der Arm gestützt lassen, ihr könnt gerade schön sehen, wie er oben arbeitet. Und wieder langsam zurückführen und abstützen. Den dritten Ball nehmen, diagonal zur anderen Seite rüber. Auch hier darauf achten, Arm bleibt gestreckt und wieder zurück in den Stütz gehen. Und jetzt die ganzen Bälle wieder zurückholen. Möglichst kontrolliert und langsam. Sehr schön. Vielleicht kann man jetzt schon sehen bei der Kamera, dass der Mickey wirklich sehr stark arbeiten muss, weil er zittert deutlich fühlbar. Das Ganze macht ihr einfach mit dem rechten Arm, mit dem linken Arm. Da werdet ihr merken, es ist wirklich sehr anstrengend. Fangt locker damit an, macht drei Runden pro Arm. Wenn ihr eine Progression braucht im Laufe der Trainingstage, versucht einfach eine Runde mehr zu machen. Viel Spaß damit. Immer noch da? Gebt uns ein Like, Kanal abonnieren und die App gibt's im App Store.